Hallo liebe Seenefelder Kinder, hier ist die Frau Kulp mit der Tochter Livia, genau, die hilft mir heute und wir wollen heute mit euch zusammen Samenbomben machen und euch ein bisschen Unterhaltung bieten, außerdem unsere Stadt ein bisschen bunter gestalten und den Bienchen und den Schmetterlingen eine zusätzliche Nahrungsquelle bieten. Außerdem macht das Spaß, die könnt ihr dann immer ausstreuen, wenn ihr eure Spaziergänge oder Radtouren macht. Und in ein paar Monaten hoffentlich ein bisschen Erfolg und eine schöne bunte Stadt entdecken. Und es macht bestimmt auch Spaß. Genau, wir manchen auch schön rum. Und dazu brauchen wir einmal ein bisschen Blumenerde. Dann braucht ihr sowas Tonerde oder Tonpulver. Und wir nehmen dafür Betonit-Katzenstreu. Das ist nämlich ein bisschen günstiger. Am besten bei Fressnapf oder bei DM. Und dann haben wir hier so verschiedene bunte Blüten, die man kaufen kann, Blumensamen oder Monatserdbeeren. Monatserdbeeren könnt ihr mit reinmischen oder was auch immer euch gefällt oder schöne Kapuzinerkresse und essbare Blüten. Ihr braucht aber bestimmt auch Wasser. Ein bisschen Wasser braucht ihr, genau. Und eine Schüssel. Wir haben jetzt so eine mit so einem. Genau, das ist ein Mörser. Ich weiß nicht, wie das heißt. Genau, ein Mörser. Und dann machen wir das Katzenstreu ein bisschen kleiner, damit man das nachher besser vermischen kann. Und dann haben wir hier noch eine Plastikschüssel, um das Ganze zu vermanschen. Und jetzt geht's gleich los. Yay! Ihr reibt jetzt erstmal schön das Katzenstreu hier klein. Das macht die Livi gerade für mich, dass es ein bisschen feiner ist. Wir haben da schon was vorbereitet. Das füllen wir jetzt hier in unsere Wanne rein. Und ihr nehmt eine Tasse Katzenstreu und zwei Tassen Erde. So. Oder ein bisschen mehr sogar. Und dann füllt ihr da eure Samen mit rein. Da ist uns leider gerade schon ein bisschen Wasser drüber gekippt, weil Frau Kulp ein bisschen gestolpert ist. So. Und das vermischen wir jetzt hier alles mal so ein bisschen. Livi, kannst du aufhören zu reiben, kannst hier weiter mischen. Aber so. Es ist dann noch nicht ganz. Das brauchen wir nicht mehr. So, jetzt haben wir das hier schön vermischt, ne? Unser Katzenstreu und die Erde und die Blumensamen. Und damit das jetzt so ein bisschen pappig wird, machen wir ein bisschen Wasser drauf. Weil es dann zu Klumpen wird. Genau. Und dann darf die Livi hier gerne ein bisschen manchen mit den Fingern und kneten. Manche, manche. Und die Frau Kulp macht das hier mit dem Löffel. So. Genau, manchmal ein bisschen. Boah. Muss noch ein bisschen mehr Wasser? Ich glaube schon. Also es ist noch nicht so. Gut, machen wir noch ein bisschen mehr Wasser. Sonst kann man ja zur Not immer noch ein bisschen mehr Erde auch wieder reinmachen. Also ich glaube, die Hände werden ganz schmutzig am Ende. Ja. Danach muss man die bestimmt waschen. Das ist doch die Hauptsache. Danach muss man die bestimmt waschen. So, lass mich mal kurz durchmanschen. Hui. Ja. Lecker. So, wie so ein Kuchenteig, ein bisschen kneten. Hui. Und wenn das alles gut verknetet ist. So, dann machen wir uns hier so, nehmen wir uns so kleine Kügelchen raus, drücken das ordentlich zusammen. So ungefähr so groß wie eine Walnuss. So. Und rollen das zu schönen Kügelchen, Knüdelchen. Und legen es beiseite, am besten auf dem Backpapier und lassen das trocknen. So. Ja. So. Und so macht ihr, bis ihr euren ganzen Erdklumpen da aufgebraucht habt, eure Kügelchen. Es muss aber auch nicht perfekt sein. Nur schön fest zusammendrücken. Dürfen die auch ein bisschen kleiner sein? Ja, die dürfen auch ein bisschen kleiner und ein bisschen größer sein. Das kommt drauf an, wie groß die Hände sind, ne?
Frau Kulp hat ein bisschen größere Hände als die Livia. Ja, weil die Livia auch ein bisschen jünger ist. Aber nur ein kleines bisschen. So. Ich sag euch, das macht sehr viel Spaß. So, dann machen wir weiter hier, Livia. Noch ein paar Kügelchen. Dann können wir die nämlich gleich verteilen, wenn die noch schön feucht sind, an unserer hässlichen grauen Mauer. Ja. So. Damit vertreibt ihr auch sehr viel Zeit. Genau, vor allen Dingen mit dem Katzenstreu kleinmalen, das dauert schon ein Weilchen, ne? So 10 Minuten vielleicht. Und das so, guck mal, jetzt haben wir hier so ein paar schon vorbereitet. Ich hab noch einen in der Hand. Genau, leg mit drauf. Und den Rest schafft ihr dann wahrscheinlich auch noch. Und wir haben noch so viel Katzenstreu und von der Erde übrig. Und von den Samen eigentlich auch, dass wir bestimmt noch mal eine zweite Portion machen können. Also einfach immer eine Tasse Katzenstreu, 2 Tassen Erde und ordentlich Samen reinmixen. Und auf jeden Fall Wasser, das haben wir jetzt auch hier gelernt. Ein bisschen Wasser dazu, dass es schön matschig wird und dann klebt das schon ganz gut zusammen. So. So ihr Lieben, das sind unsere tollen Samenbomben, die gehen wir jetzt gleich verstreuen. Hier wartet schon der Nachbar in Sicherheitsabstand am Gartenzaun, der mit uns das machen möchte. Ja. Und wir hoffen, ihr macht das nach und habt viel Spaß dabei. Und ich hoffe, wir können ganz viele bunte Ecken im Prenzlberg und Pankow und der Umgebung entdecken, die die Senefelder Schüler beschönt haben mit Samenbomben. Ja. Tschüss. Tschüss, viel Spaß und hoffentlich bis bald in der Schule. Tschüss.